Die Laufbahn des Mondes um die Erde kann durch eine Kreislinie mit Radius 3,84 mal 10 hoch 8 Meter modelliert werden, die der Mond in 27,3 Tagen zurücklegt. Berechne die Durchschnittsumlaufgeschwindigkeit des Mondes in Kilometer pro Stunde. Wir nehmen die Erde als Bezugskörper. Die Angaben sind diese. Der Radius von der Laufbahn des Mondes beträgt 3,84 mal 10 hoch 8 Meter. Wir verwandeln diese Meter sofort in Kilometer, indem wir diese Zahl durch 1000 teilen. Der Radius von der Laufbahn beträgt also 3,84 mal 10 hoch 5 Kilometer. Die Zeit t beträgt 27,3 Tage, also 27,3 mal 24 Stunden, denn in jedem Tag stecken 24 Stunden. Was gefragt ist, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir in Kilometer pro Stunde ausdrücken sollen. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel Vm gleich d auf t und die zurückgelegte Distanz, das ist der Umfang dieser kreisförmigen Laufbahn des Mondes. Also ist das 2 mal Pi mal Radius. Die Zeit t beträgt 27,3 mal 24. Der Taschenrechner wird uns den Wert von diesem Bruch liefern. Wir geben ein, Bruch 2 mal, jetzt Shift für Gelb, Pi mal 3,84 mal 10 hoch 5, jetzt Kursortaste nach unten, 27,3 mal 24. Das ist 3.682,45 ungefähr Kilometer pro Stunde. Wir halten diesen Wert hier fest und somit haben wir auch schon die Endantwort gefunden. Die gefragte Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt ungefähr 3.682,45 Kilometer pro Stunde.